Die Valhalla sind sogar, sind die Käfer auch? Die neuen, die Käfer sind ja hier noch nicht, die kommen auf der Map vielleicht erst heute. Der baut eine Höhle ein, hat uns gestern gesagt, Map-Erfinder. Okay. Und sonst auf Valhalla gibt es beide einfach im Sumpf. Die Käfer und die Käfer, die zähmst du mit Scheiße. Ja, okay. Und Käfer, ja. Und aus der Scheiße machen sie dann Fertilizer und Öl. Wenn sie dir gehören. Ist praktisch. Das ist wirklich sehr gut, ja. Achso, Minikille, wegen Zusammensucht. Also nein, ich spiele hier im Stream und wenn du irgendwann ein Ticket gewinnst, kannst du dann mitspielen hier. Anders gibt es nicht die Möglichkeit, mit mir zu spielen oder zu suchten. Du siehst ja, was ich hier mache. Echt, bist du beim Sumpfgebiet? Nerdane? Ach, der ganze Kamm ist hier. Der ganze Kamm ist weiß. Und die seitlichen Kämme auch hier. Wieso denn? Wieso hat denn Exi geschimpft hier? Nein, kann man auch nicht reiten, die Käfer. Brex und Warp, moin moin, grüßt euch, schön, dass ihr da seid. Wie geht's, wie steht's? Ja, dann musst du da einfach deine Basis woanders hin tun, ne, Dane. Ist viel zu nah daran, das geht nicht hier. Du behinderst bestimmt die Spawn-Spots. Ich glaube nicht, dass man Käfer reiten kann. Nee. Die zwei neuen Tiere kann man nicht reiten. Aber man kann sie beide packen. Mit dem Quetzalcoatl. Und mit dem. Die Käfer kann man mit dem Quetzalcoatl mit Argentavis packen. Ob man die mit Argentavis packen kann, weiß ich gar nicht. Ja, erstmal gemütlich Punkte hier sammeln, Mini. Und für die Punkte, die sich Gexis nennen, kannst du dann, wenn es soweit ist, ein Ticket ersteigern. Hier, kannst du lesen hier. Stehen einige Regeln. Einfach mal durchlesen, informieren und dann mal schauen. Aber für Shigo Islands ist ja noch nichts freigegeben. Der befindet sich immer noch in der Alpha, Beta, Gamma Phase. Erst nach der Delta Phase wird dann alles freigegeben. Der Server ist auch nicht immer an und ich muss ihn oft runterfahren, neu starten, einiges testen, Mods rein, Mods raus. Man verliert zeitweise viele Sachen, muss wieder nachfarmen und so. Von daher geht das erst noch nicht live. Hat ja bei Valhalla auch, glaube ich, 7 bis 10 Tage gedauert. Die ersten 2 Tage konnten wir Jerky machen, Benny. Und dann konnten wir 3 Tage kein Jerky machen. Hat nicht funktioniert. Dann gestern einiges an den Mods geändert, die Stack-Mod auch geändert, dann dies geändert und jetzt geht Jerky wieder. So viel rumgefummelt. Du hast doch eine andere Stack-Mod als auf Valhalla. Ich habe seit gestern jetzt die Valhalla Stack-Mod. Ich hatte eine andere. Und da ging die ersten 2 Tage gegen Jerk und dann auf einmal nicht mehr. Mir nichts, dir nichts. Dann okay. Habe ich es erstmal ohne probiert, aber das kannst du vergessen. Mit Fleisch 20 Stacks, mit Touch 100 Stacks. Ich geh farmen, komm zurück mit 100 Touch Stacks. Einfach so. Und dann brauchst du 10 Stunden, um da was einzuräumen. Ja, das verstehe ich halt noch nicht, warum das Ark noch nicht eingefügt hat. Also die Stack-Mod generell in Ark. Es gibt ja jetzt wieder einen Modding-Contest. Genau, so. Worldwide sogar. Ja. Sehr geil hier. Das sollen die einfügen, dass der Servernutzer oder dass der den Server herstellt, bestimmen kann, okay. Man darf 500 Teile auf einen Stack tun oder keine Ahnung. Naja, aber dafür gibt es ja der Mod, das wäre dann noch extra Wurst für die. Damit kann man sagen, kann ja jeder die Mods machen hier. Hey Keksi 2 Nummer 10, Christi, schön, dass du da bist. Wie man Moderator werden kann, das bedarf viel, viel Arbeit. Viel hier abhängen, mich kennenlernen, unsere anderen Mods kennenlernen, Shari kennenlernen. Wir müssen uns sympathisch sein und so weiter. Also das ist nicht so einfach. Und du solltest zu den Hauptstream-Zeiten verfügbar sein für uns. Supporten und so weiter. Also das ist nicht so einfach. Und der Daniel hat teilweise auch recht. Man fragt nicht, man wird darauf angesprochen, aber... Es ist ja nicht so schlimm. Ich beantworte die Frage. Ich habe jetzt Zeit mit dem Baby hier. Ja, aber du möchtest Shari gar nicht kennenlernen. Oh, nein, Spaß. Wer ist das? Nee. Die geile Uschi, oder was? Ja. Jawoll, die geile Uschi hier. Ab und zu ist die da.
Ja, ab und zu ist wieder da, wenn ihr Internet geht, aber momentan ein Problem mit dem scheiß Internet hier. Wieder? Ja, immer noch. Immer noch. Das geht ja immer nur zwischendurch, vielleicht ein paar Minuten, dann geht es wieder weg. Ihr müsst sehr zusammenziehen, habe ich festgestellt. Wir machen, versuchen wir ja, aber da fehlt ja noch viel. Ganzen scheiß Sachen fehlen noch hier, was man da alles klären muss. Dann auch die Kohle und alles Mögliche. Ich bin ja schon am Arbeiten, Doppelschicht, Benny. Es geht nicht schneller. Drei Schichten gibt es, Gex. Drei Schichten. Mach ich ja. Eine Schicht mache ich. Bin ich in der Arbeit, eine Schicht bin ich im Stream, eine bin ich off-Stream, der ich trotzdem arbeite. Das stimmt. Mhm. Hey, Tristan, servus, grüß dich. Hello, my friend. Finn sehe ich, dass er hier im Chat ist, aber er war schon lange nicht mehr in-game. Das sind einige, seitdem ich jetzt auf der Map sind, die nicht mehr in-game sind. Auf Valhalla werden bald 90% der Serverspots frei. Passt doch, dann wenn ich wieder auf Valhalla gehe, dann können wir viele, viele Verlosungen machen. Saugeil. Ja, klar, die Probleme lösen sich von selbst. Ich meine, ich spiele ja auf Valhalla weiter. Nur kann ich mich nicht splitten. Und so ein Server bedarf schon viele, viele Tests. Wir haben so viele neue Mods drauf, Benny, das ist krank, was wir alles machen können. Hast du schon die Kabinetts gesehen, die man an die Wand hängen kann? Nein, ich habe gar nichts gesehen. Von dem Server habe ich nur den ersten Tag gesehen. Ja. Jetzt habe ich gar nichts gesehen, weil ich, wie gesagt, ich hatte die letzte Woche ja. keine Zeit. Schon okay. Das Wochenende ist ja auch schon wieder rum. Schau dir mal an, Kabinetts hier an der Wand hängen, zum Beispiel. So schöne Sachen. Du kannst einfach sie übereinander, nebeneinander, umeinander, ganz, ganz viele an die Wand hängen. Die haben 50 Platz. Es gibt auch welche mit 100, aber die sind arschteuer, von daher braucht man die eigentlich nicht. Nebeneinander hängen. Meat-Spoiler, den wir auch auf Ark Island haben. Also wir haben, auf The Island haben, wir haben zwei Mods, glaube ich, von The Island übernommen, von dem ersten Server. Dann haben wir auf dem 5 bis 10 neue Mods getestet hier. Ganz neue. Und saugeil. Also Ark Extras und Ark Advanced, eine der geilsten Mods, die dieses Jahr rausgekommen sind. Und wir haben erst Januar. Ja. So viele Sachen gibt es da mit den Mods hier. Neuen Kibbel gucken, den alten habe ich komplett weggetan. Ist anders, ist etwas schwieriger, die Kibbel zu machen, aber du kannst trotzdem nur also aus allen Eiern Kibbel machen. Brauchst aber von jedem, von jeder Beere immer wieder 50 Stück für zum Umwandeln für irgendwelche Paste und bla und bla. Also ist halt nicht mehr so einfach, aber im Endeffekt ist es trotzdem noch einfacher, als wenn du jedes Ei haben müsstest. Ist speziell. Das nicht? Aber den Kibbelgucker haben wir doch auch, oder nicht? Haben Kibbelgucker, aber ist ein anderer. Und der wird ja nicht mehr geupdatet, der hier wird immer geupdatet noch. Okay. Hannes! Hallöchen, wunderschönen guten Morgen. Du wartest auf mich, um mich zu nerven. Du nervst mich ja hier schon. Brauchst du nicht warten auf der Map? Ja, genau, das sagst du, Pat. Scheiß Tee, das war. Da hast du recht hier. Zähmst du gleich ein Dino? Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Machen wir jetzt erst einmal hier diese Antwort. Machen wir mal hier. Nö. Ich hab mich jetzt entschlossen, weil es wird zu viel gefragt. Zähmst du, machst du. Tust du dies, tust du das? Zähmst du einen T-Rex? So viele kommen rein, zähl mal einen T-Rex. Jetzt habe ich mir so einfach einen Befehl eingerichtet. Ausrufezeichen T-Rex? Nö. So. Ich mach das, wenn ich kann und wenn ich Zeit und Bock drauf habe. Oder wenn es überhaupt passt. Am ersten Tag am Server, Gex Team T-Rex, ja, what the fuck, ich bin hier gerade gespawnt, soll ich T-Rex zähmen oder was? Ich weiß nicht, was mit den Tieren sein soll, so toll sind die gar nicht, T-Rex-Dinger da. Ich finde immer noch Raptoren, das finde ich, weiß ich nicht. Also, klar, Drachen. Natürlich OP, aber... Gibt's hier auch nicht auf der Map. Ja, ich weiß. Hab da ja ausgemacht. Mhm. Finde ich auch auf der einen Seite gut. Auf der anderen Seite, naja, ja, wenn du einen Drache hast, habt ihr schon gesagt, hast du... Du bist... Haben wir gewonnen. Okay, ja, hast du gewonnen. Ist vorbei, ja. Ist durch. Und ich finde Raptoren, sie sind schnell, sie können springen, sie haben einen guten Angriff. Klar, wenn ein Giga vor dir steht, machst du nichts mehr, aber das ist ja generell so. Aber Katzen, ich finde Katzen und Wölfe besser als Raptoren, muss ich sagen.
um einiges. Okay, die kam ja danach. Genau. Gab es ja schon immer Katzen oder diese Säbelzahntiger, die kam ja erst kurze Zeit später. Ja, hast du recht, du kriegst mehr Chitin und Keratin. Ja gut, das geht's mir gar nicht, sondern um die in Wirklichkeit sind beide geil, sind schneller, können cool springen, können die Vaptoren auch, ja. Aber ich finde die von der Wirklichkeit schon interessanter, die Katzen und Wölfe, finde ich. Ja, stimmt. Haben den Raptor abgelöst hier. Erdbeertoast, wunderschönen guten Morgen. Ich werde alle 10 der Dane, nicht nur 1, 2 oder 3, letzte Chance vorbei, sondern alle. Alle zusammen hier. Ja, Blotteis, wunderschönen guten Morgen, grüß dich. Wie steht's? Ja, genau. Deswegen gehe ich ja auch nicht zur Schule, sondern in die Arbeit. Da kann ich einfach nö sagen. Zumindest in Gedanken sage ich dann nö. So. Okay, der kleine, wie nennen wir sie denn? Eine Mischung zwischen Dimitri und Olga. Also ich würde sagen, da passt Natascha ganz gut hier. Natascha. Level 198. Dimitri und Olga, Natascha? Ja klar, sind doch alles Domina-Namen. Also heißt denn erst. Hättest du sie Hans Ursula genannt oder so, dann. Das ist jetzt eine Mischung zwischen Dimitri und Olga, aber. Natascha? Heißen deine Dominas nicht Olga und Natascha? Ja, doch. Siehst du? Also dann. Dann passt es ja Dolga. Tame Time mit Gags, ja, auf jeden Fall. Alpha Bear, merci dir für dein Follow, hab Spaß, genieß die Show und liebe Grüße aus München. Schicke ich dir direkt nach Hause, einfach so, Jans frech, aber Jans frech, mein Freund. Moin Morgengrau, schön, dass du da bist, meine Liebe. Wie geht's, wie steht's? Ja, das nächste Baby, falls es ein Female wird, können wir Dolga nennen. Das ist ein guter Name, ja? Also habe ich schon Natascha. Ich mag Natascha. So. Natascha ist eigentlich auch ein guter Name. Das sieht fast aus wie so eine Hand. Der Name hört sich fast an wie eine Handtasche und viel größer sind die Viecher ja auch nicht. Nee. So wie deine Männerhandtasche, die du täglich trägst, oder? Das ist korrekt, ja. Das ist schön. Die ist aber natürlich aus reinem Schlangenleder. Nicht als aus Eidechsenleder, aber Noob. Künstlich, genau. Was? Achso, man hat eine Schlange abgezeichnet. Hat dann das Blatt Papier zerrissen und dann daraus eine Handtasche gemacht. Deswegen künstlich. Das würde das Baumaussterben fördern. Das ist so nicht richtig. Sie wurde in der Luft gezeichnet. Die Wolkenschlange. Genau. Aus reiner Zuckerwatte. Auf jeden Fall hier. Miko, moin moin, grüß dich, morgen. Habe ich noch gar nicht hier. Ich habe noch auch gar keinen Affen gesehen und gar kein kleines Äffchen. Da müssen wir uns mal sowas holen. Aber morgen, du musst deine Dino-Drachen-Babys auch lieb haben. Du kannst nicht sagen, zweimal waren sie nicht der Erwartung. Das finde ich schon böse. Egal wie sie spawnen, du musst sie lieb haben. Ja. Drachenzuchtversuche gescheitert. Wo, auf welche Map denn? Wenn du auf Valhalla das probiert hast, dann geht es nicht an jedem Spot, das weißt du ja schon, das kennst du ja. Deswegen habe ich bei mir extra auf Valhalla eine Bums-Area genannt. gibt das wirklich, hat das mit den Spots zu tun? Ja, habe ich festgestellt. Bei mir in der Basis geht gar nichts. Wenn ich ein paar Meter runtergehe an dem Spermafluss entlang, habe ich da so ein Schild hingestellt, Bums-Area und da geht's. Ja, das liegt aber an dem Fluss. Nee, das liegt halt an der Map teilweise, dass es in der Hülle nicht geht oder neben der Hülle oder so. Das ist nicht perfekt optimiert hier. Ja. Dave, grüß dich, Noob, servus. Nee, noch nicht hier. Noch nicht hier. Exilog meinte ja heute Abend vielleicht irgendwann. Und nachdem er gestern viel rumgeschimpft hat im TS, ist, glaube ich, verzögert sich das. Wer weiß.
Nee, ihr könnt es nicht abstimmen. Ich zähme das, was ich halt brauche und was ich finde. Wenn ihr mir jetzt sagt, hier, zähme das Gags, dann suche ich 20 Stunden nach dem Tier. Ich möchte ja das auch hochlevelig zähmen hier. Ich werfe ein Dodo, ja. Kriegst einen Arschklatscher. So, ganz einfach hier. Ich dachte, ich besuche dich mal hier, Benja, die wir uns lange nicht mehr gehört haben. Ja, freu dich. Spielst du denn gerade oder was treibst du? Ich habe gerade eben gespielt, habe dann jetzt mal gerade was anderes gespielt. Ich werde aber gleich wieder so spielen. Was wirst du gleich? Bliemen? Spielen. Mhm. Gibt es, habe ich gerade. Warte mal. Jetzt wird doof stehen lassen hier. Ja. Cool. Aber das ist ja eigentlich, wer hat das denn gemacht? Die haben, es gibt eine Mod für den Raptor Klaus mittlerweile, dass der Raptor Klaus jede Nacht. Überall. Ja, überall auf jeder Map und sowas. Aber braucht man jetzt nicht mehr. Ist doch scheißegal. Nee, braucht man ja auch nicht mehr. Aber da haben sie sich für nächstes Jahr das Event ja schon weggenommen. Ja, aber das kam ein bisschen zu spät. Das ist ja von den Machern selbst. Ja, klar, das kam leider zu spät. Ich hoffe, da kommen noch mehr so Sachen für alle Maps. So wie die fliegende Insel, hey. Total geil. Kannst einfach auf jede Map patchen. Das mache ich hier. Also warte mal, Antwort für Dave. Moment. So. Die Frage wurde schon 7-mal gestellt hier. Ob der Imperator gezähmt werden kann. Ach, der kommt ja gar nicht hoch. Oh. Doch, der kommt schon da an. Ist das die Großwertstation? Ja, aber da ist doch keine Rampe, da kommt der doch nicht hoch, oder? Doch, schau. Doch. Spoiler, er kommt hoch. Natascha kann so Berge besteigen. Okay. Was ist die Aufgabe in diesen Dinos? Können die irgendwas Spezielles? Die sind eine mobile Klimaanlage. Die können dich wärmen. Ah, okay. Und da konnte ich auch, habe zwei neben die Eier gestellt von denen. Also nehme das Ei und das ging dann. Ach so. Hat das funktioniert. Sehr geil. Das finde ich aber schon wieder geil. Und also, sie nerven, da sie sehr, sehr scheiße mit Follow sind. Das ist auch deren Aufgabe. Okay, aber das sind ja fast alle. In die Eisgegend gehen und kannst dich da dann wehren, weil wenn du davon drei Stück mitnimmst, wie willst du die mitnehmen? Schleppen? Oder mit einem Quasar-Kotter? Follow. Ey, Follow. Weißt du, wie langsam wir laufen? Laufen langsamer als Dodos und Schildkröten zusammen. Die sind so nervig. die rauben einen letzten Nerv hier. Handtasche. Lederseil dran machen. Von der Schlange. Das ja. Ich krieg jetzt nicht nochmal mehr da rein, deswegen müssten die jetzt draußen leben. Pech gehabt. Dimitri habe ich ja gestern gelevelt, indem ich ihn einfach den Tieren zum Fraß vollgeworfen habe. Ich habe den genommen. Zwischen 4, 5, Gigas und hast gesagt, viel Spaß. Genau, das habe ich mit Wölfen gemacht, mit Katzen und mit Skorpionen. Und am Schluss hat er sogar geschafft. 5 Wölfe und 3 Skorpione zeitgleich. Hab den voll als Damage-Maschine ausgebildet hier. Also, Dave, Performance auf der Map ist krass. Da kann sogar Keksi mit einer 55 Ti mit 25 Frames spielen. Sonst spielt er nur mit, keine Ahnung, 7, 8, 9, 10, 11 Frames. Wenn überhaupt. Ist ja auch kleiner als Valhalla. Die ist ja nur 40% größer als The Island. Ist schön optimiert bis jetzt, gefällt mir. Mal, das ist aber so, Dave, Valhalla und The Island waren am Anfang genauso perfekt. Lass nur ein paar Spieler drauf connecten. Und nein, dann ist wieder vorbei. Lass nur einen drauf connecten. Naja, mach ich ja eh. Der eine Base baut, die eine Insel umschreitet. Nein, Spaß. Der arme Hans. Schlitzi war das ja. Alle.
Ich habe ja, ja das, du hast ja die Käfig. Ich habe hier schon einen Spot für GRD gebaut, falls sie connecten. Musst du mal schauen hier. Das ist sehr, sehr cool. Ich spoilere dich mal nicht. Du siehst es ja gleich. Und ja, habe ich ja mitbekommen, Dave. Aber ist für mich nicht. Ist mir eigentlich jetzt mehr oder weniger egal und keine Zeit für sowas. Der Spawnpoint für. Ach, sehr geil. Spawnpunkt für GRD. Einen großen Käfig und darin sind 5 kleine Käfige. Sehr geil. Was ist? Das extra für GRD gebaut hier. Ja. Das reicht zum Überleben. Ja, klar, sicher. Ab und zu mal ein Stückchen Fleisch reingeschmissen? Nee. Ja. Doch. Gibt es nicht. Nee. Wenn dann nur verfaulte Sachen. Abgelaufene, verfaulte, kaputte. Bis sie da dran sind, läuft das ab. Pilze reinwerfen. Du musst es oben in die Mitte reinhängen. Dann müssen sie so lange warten, bis das Seil durchgefault ist. Ja, wunderbar. Ist krass, gell, Morgengrau. Ist krass. Und sowas werde ich hier zu verhindern wissen auf dem Server, indem ich die Strukturen, die naheinander sind, einfach komplett reduziere, damit wir nicht so viel Chaos haben. Wer weiß hier. Deswegen läuft es perfekt hier, Ping ist auch super, performance-technisch ist es Bombe. Wir haben auch viele kleine Häuser nur gebaut, kein großes. Die man auch zumachen kann, damit die Strukturen nicht gesehen werden und so weiter. Schon ein bisschen hier versuchen, Performance zu behalten. Aber ich sehe gerade, ich muss meine tägliche Routinearbeit machen. Ich muss mit Gandalf los und Thatch farmen für unser Rathaus. Rathaus am Start hier. Das Rathaus muss brennen. Mattwurst. Moin, moin, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, ich auch. Ich auch, Morgengrau. Ich auch. Das Beste wäre sowieso, Valhalla zu clearen, neu anzufangen. Einfach okay. So. Jetzt? Klack. Schon geschehen. Alles klar, ich bin dabei. Ey, die Raptoren waren doch eben noch perfekt eingepackt, als ich eingeloggt habe. Komm, bin ich da, passiert Scheiße. Wundert sich? J hilft bei der ganzen Sache. Danach stehen die Tiere wunderbar. Hab ich gestern gemacht, ja. War echt schön zu bewundern, das Ganze. Was haben wir denn hier? Gewicht, Damage, genau. Alles klar, morgen dran, der Dane möchte das. Mal kurz hier. Du hast ja doch ein Elch zugelegt, um Thatch zu fahren. Kekse hat sich den zugelegt und ich habe ihn jetzt entdeckt hier. Saugeil. Okay. Es ist so toll. Es ist so geil hier. Das ist der Hammer hier. Okay, ich weiß, was ich jetzt mache. Ich besorge mir ein Elch. Es ist so funny. Du bist echt schnell unterwegs. Und den wahrscheinlich auf Gewicht und Movement Speed skillen. Das Movement Speed brauchst du eigentlich gar nicht, der ist ja echt schnell genug. Okay. Gewicht und Damage. Ja, okay. Der nimmt alles auseinander. Der Rexe alles, der vernichtet alles. Der ist so stark. Ist so heftig mit dem Viech. One-Hit hier, musst du mal schauen. Und was noch geil ist, es gibt so einen Dreiersattel für die Trikes. Da kann 3 Leute drauf sitzen. Gibt's beim nächsten Update sowieso für das neue Tier einen Dreiersattel. Von Anfang an schon ohne Mod. Sehr geil. Das habe ich mich sowieso immer gefragt, warum es keinen Zweiersattel gibt oder sowas. Meistens spielt man das Spiel ja zu zweit. Also ja. Wenn du alleine Singleplayer oder so, die meisten spielen ja Singleplayer,
dann mit einem Freund, du kannst dich auf der Singleplayer-Map, also wenn du so eine Multiplayer-Map auf Singleplayer auf deinem Rechner machst, ist halt kacke, du kannst nicht sehr weit von deinem Partner weg, das ist noch ein bisschen doof gelöst. Ach, ist das auch auf dem PC oder? Ich dachte, das wäre nur auf der Xbox. Nee, das ist auch auf PC. Wir haben es ausprobiert. Wir wollten zu zweit mal so ein bisschen batteln damals und ja, ohne Server geht es schon gar nicht, weil du kannst, das sind 150 Meter und... Das ist ja gar nichts. Ja, vielleicht sind es auch 160 Moin, Meter, Bluefinger, Bluefire. Ja. Es ist halt wirklich nix. Und ich meine, der Vorteil ist natürlich, wenn du zu deinem Kollegen sagst, ey komm, ich geh da... Was ist jetzt los? Ja, ist sie, geht Torres, ist ja dreimal größer, natürlich. Ja. Sorry. Also wenn du zu deinem Kollegen sagst, oh, ich gehe jetzt mal dahin oder sowas, wird er halt zu dir geportet, das ist natürlich vorteilhaft. Wenn er voll bepackt ist, kannst du ihn voll packen und dann rennst du einfach weg und der wird einfach immer geportet, aber es macht halt keinen Spaß. Ach so, echt? Ich dachte, das ist nur an der Xbox so oder auf der Xbox so. Nee. Ach so. Gut, ich habe noch nie so wirklich Singleplayer gespielt. Ich habe von Anfang an schon mir einen Server aufgesetzt, weil ich das gewohnt bin von den Games. Weil ich von Anfang an schon mal rumschauen wollte in den ganzen Indies, was man da einstellen und ändern kann hier. Ja. Ist saugeil morgen, Grau, gell? Macht richtig schön Spaß. Die Mod hat hier noch mehr Sachen, aber ich habe die anderen Sachen deaktiviert, dass man die Eier selbst sammeln muss. Es wär sonst lame, wenn man gar nichts mehr machen muss. Ja gut, so gesehen musst du auf den Server, bist du halt angewiesen hier. Oder spielst du halt alleine? Ja, das kenne ich, Adigov, geht mir ähnlich. Und deswegen stelle ich mir meine Freunde selbst her. Dieses Munchkill habe ich mir hergestellt hier. Einfach selbst hergestellt. Falls niemand am Server ist und falls ich alleine bin, habe ich meine eigenen Freunde in der Tasche. Und wenn sie mich nerven, dann tue sie einfach in den Schrank. Einfach in den Schrank mit ihnen. Kann ich euch gleich zeigen, ich habe ganz viele Freunde im Schrank. Das. Nein, zu viel Kopfkino. Haben nicht nur Frauen ihre Freunde im Schrank? Also, jetzt so. Ja, zu früh. Sorry, ich habe nichts gesagt. Das ist kein Problem, ist ja 18. Ach, FK 18. Ja, das Eiersammeln macht selbst mehr Spaß. Ja, die ist größer. Also, Valhalla ist bis zu dreimal größer als die Island Map. Und die hier ist 40% größer. Aber die hier läuft perfekt, also ist sehr geil optimiert, ohne Probleme. Selbst Valhalla läuft perfekt. Also Valhalla, fand ich, ist am Anfang besser gelaufen als die Island am Anfang. Nur die Island am Anfang war halt vor 7 Monaten und das ist jetzt hier schon lange, lange nach irgendwelchen Optimierungen und sowas. Ja, Vorbert, grüß dich, moin moin und Nami. Hallöchen. So. Thatch Farm für unser Ratshaus. Das Ratshaus muss brennen. Hast du gesehen das Riesenlagerfeuer? Ich hab das Riesenlagerfeuer gerade. Sau geil, Alter. Ja. Was macht das? Brennen. Okay, das ist. Das ist mal neu. Das ist wie mit blauem Licht, oder? Ich weiß, das habe ich noch gar nicht getestet. Achso, mit. Brennt blaues Licht auch oder brennt generell Licht hier? Ja, es vor allem leuchtet es blau. Black Pain, grüß dich. 20 FPS Unterschied, ja, das kann sein, das kommt hin. Ich muss mir jetzt erstmal eine Taming Box bauen, so. So, ich werde jetzt hier was rein, damit das brennt. Erstmal 3000 Tätschen, dann hält es mal ein paar Minuten, so. Hast du mal versucht, aber du wirst jetzt wahrscheinlich, gibt es Anglerfische dort auf der Map? Es soll alles gesehen geben, außer Spider, Fledermäuse und den neuen Käfer. Und die sollen heute Abend vielleicht kommen mit einem Patch. Okay, weil das wäre ja mal, ich weiß gar nicht, ob das Angler gehe sowieso, ne, das ging ja nur in die Standfackel. Ich weiß ja nicht, wo das überhaupt reingeht. Ja, es ging nur in diese Standfackel, so wie ich mitgekriegt habe und wenn du das Lagerfeuer mit diesem blauen Angler gehst, dann sieht das bestimmt auch sehr geil aus bei Nacht. Das wäre super, weil wenn du dieses Feuer anzündest, die ganze Siedlung leuchtet. Das ist krass. In jedem Haus, wo du bist, es leuchtet alles. Das ist aber auch eine Mod, das ist nicht... Das gibt's das nicht, ist eine Mod, ja. Das ist eine Mod, da wir am Anfang mit dem normalen Campfire konnten wir kein Prime kochen. Das war auch irgendwie scheiße. Ah.
Das war total nervig hier. Deswegen habe ich das hingeklatscht. Aber das Gute ist auch auf dem großen Lagerfeuer, du brauchst einfach nur so ein Mammut drüber stellen und der wird sofort gegrillt, oder? Ja, also besonders wenn Bronte so schön hast, dann kannst du dein Leben lang essen. So nicht mehr das Mammut zerlegen, sondern einfach nur drüber stellen. Das ist jetzt, jetzt hörst du es auch. Besonders das, was mein Bronto ist, ist super. Da kannst du ein Leben lang essen hier. An diesem Lagerfeuer? Ja, einfach drüber stellen, wird gegrillt, du kannst immer dran knabbern hier. Ja, stimmt. Ja, und im nächsten Patch, wie hier Gitore schreibt, kommt eine neue Rüstung. Sau geil, SWAT-Rüstung irgendwas. So, was Blue Fire King und Mr. Getoris. Merci dir für dein. Merci euch für euer Follow. Habt Spaß, genießt die Show und liebe Grüße aus München. Schicke ich euch direkt nach Hause, einfach so ganz frech. Aber ganz frech, meine Freunde. Genau, Shigo Islands steht oben im Titel. Yep, da hast du recht hier. Wo ist denn jetzt meine. Was wollte ich machen? Genau, habe ich gesammelt hier, Tatch mit dem. Nach dem Baby schauen. Baby, ja. Das dauert ja gar nicht so lange. Gleich kann es ja mit dem Daddy wieder rummachen hier, Natascha. Natascha mit Dimitri bald rumfummeln, Ink. Wer ist da im TS? Wie? Da ist doch keiner im TS. Also ich sehe keinen. Nö, also ich habe mich mal umgeschaut. TS, kein Plan. Was das soll. Du hörst irgendwelche Stimmen, Nami. Die ich anscheinend nicht höre. Bitte Gesicht mit kaltem Wasser abwaschen. Jetzt. Sofort. Die ist saugeil. Das ist bis jetzt die beste Frames-Karte, die ich gesehen habe hier. Keksi, also Keksdose 06 hat eine 55 Ti und hat hier 25 Frames. Normalerweise hat er 10 bis 15 Frames weniger, wenn nicht noch weniger. Kann er ich aber dann, falls Keksi zeitnah erscheint, selbst erzählen. Ich weiß ja nicht, wie weit Keks ist und ob du noch irgendwie Ehre farmen möchtest oder direkt zu uns stößt hier. Dann eben, wer redet dann noch mit mir? Gar niemand. Also ich höre meine Stimme, die spricht ins Mikrofon und dann hörst du die. Ja. Also, schon komisch, Nami. Gell, Stimme, die ich höre und sonst niemand? Crazy Nature, merci dir für dein Follow. Hab Spaß, genieß die Show und liebe Grüße aus München. Schicke ich dir direkt nach Hause, einfach so ganz frech, aber ganz frech. Ja, Keksi hat ja Stimmibrüchi gehabt. Aber komisch, Namen müsste ich erkennen, wir haben uns schon öfters unterhalten hier. Du dich mit Nami nicht. Oder Nami sich mit dir? Nee, im Stream, wir uns. Ich habe mit Nami noch nie geredet, das wird auch nicht zustande kommen. Achso. Besser ist das. Du kannst ja mal Gitores Ausrufezeichen Config eingeben und meine Config ausprobieren. Da sind viele Sachen ausgeschaltet. Die Sonne ist teilweise nur ein Punkt, hast aber trotzdem Licht, ist ja alles hell. Dann die Blooming-Effekte sind komplett weg, die Glowing-Effekte sind komplett weg, das spiegelt alles nicht mehr so krass, ist voll auf Performance ausgelegt. Und du hast dann in einigen Gebieten auch nicht mehr Schnee, aber das ist nicht so wild, Hauptsache Power pur hier. Danke, Keksi. Genau, ausprobieren und da reinkopieren, wo es da steht, kennst du ja bestimmt, wenn du schon rummachst. Adigov zum 8. Mal. Alles klar, was denn zum 8. Mal? Achso, ich dachte, das wäre nur deine Laune, aber die ist immer so, oder? Hier. Pappig. Okay, das ist unser erstes Baby auf der Map. Ein Dimetron. Oder wie heißt das? Ja, irgendwie Dimetrodon oder so heißen die Viecher hier. Das erste Baby auf dieser neuen Map nach 7 Tagen. Ja klar, Gag schuf nach 7 Tagen ein neues Baby. So steht's doch geschrieben. In dem Bestseller Nummer 1. Nennt sich das Gags. Oder die Gags? Ich weiß nicht. Was will ich eigentlich alles machen? So viel vor wieder und ich werde nur hin und her und kommen, was gar nicht, wo vorne und hinten ist. Ich
wollte noch einige Sachen herstellen und bauen, die wir eigentlich dazu gepatcht haben, um zu sehen, ob die funktionieren, aber da fehlen die Mats noch dazu. Ich wollte, achso, Crystal haben wir eh keine. Es gibt ja hier sogar Glastreppen haben wir mittlerweile, nicht nur Steintreppen, Glastreppen sogar. Nee, habe ich nicht. Mistkäfer gibt es noch nicht auf der Map. Später soll ein Patch kommen und dann gibt es vielleicht sogar Mistkäfer auf der Map. Aber wer weiß, wann das kommt und wie das kommt hier. Aber ab und zu hast du auch zwei Mistkäfer, die da mit dir rumlaufen. Ja, das kommt mir auch so vor hier. Besonders einer manchmal, der mir hinterherläuft, mit Spiel sogar. Ja. Alles klar, Nehmer, bis später. Es sind drei Tiere fehlen, die aber heute kommen sollen. Oder beim nächsten Patch halt, sag ich mal. Batman fehlt. Spider-Man fehlt. Und Mistkäfer fehlt noch. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Held gibt, der Mistkäfer heißt. Es wäre wirklich kein Held. Misty-Käfer, das fehlt noch. Aber sonst gibt's alles hier. Jawohl, wenn der Mistkäfer Alpha auf jeden Fall. So, was wollte ich? Achso, hat er jetzt die hergestellt hier. Und die Mods, die es auf dem Server gibt, sind noch nicht in der Mod Collection enthalten, da sich das täglich ändert. Erst wenn es final ist. Momentan testen wir noch einen Server. Wir testen Mods, wir testen den Server, wir testen die Map. Und wenn alles funktioniert, dann gehen wir online. Gehen wir live mit euch. Oder gegen euch. Polymer und Fiber brauche ich. Wir haben so eine coole Maschine hier, die organisches Polymer in Polymer umwandelt. Das ist total toll. Das ist auch sehr geil. Ja. Dann verliert man das nicht mehr. Genau. Und aber in der Maschine selbst hält es ewig. Von daher ist es ja eigentlich wurscht. Also gibt es auch Pinguine dort. Gibt es eine Eisregion dort? Mhm. Ich habe die mir noch gar nicht angeguckt. Ja, Beetlejuice, genau, du sagst es hier. Kein Problem, sehr gerne. Geht Todes. Auf jeden Fall Beetlejuice. Ah, 46 gehen schon mal. Und warum gehen nicht mehr? Wieso gehen nicht mehr? Ich mag nicht von Sachen nur 46 herstellen. Wenn er 46.000, ja. Ja, der findet die schon. Früher oder später findet ihr die schon. Da. Gurkenbrot, lecker. Merci dir für dein Follow. Hab Spaß, genieß die Show und liebe Grüße aus München. Schicke ich dir direkt nach Hause, einfach so ganz frech, aber ganz frech, mein Freund. Es lag hier wirklich an Fiber. Wie noch mehr Fiber. Ja, wie Schweinereien hier geht, Todes. Einfach das alles nachmachen hier, runterladen. Spiel doch deine eigene Map hier. Spiel deine eigene Scheiße. Okay, jetzt fehlt aber Polymer. Tun wir nochmal hier Polymer nehmen. Müssen wir nachher auf Pinguinjagd gehen. Wir haben ja gestern mehr oder weniger teilweise gewiped das Ganze. Wir mussten ja alle Ressourcen neu farmen. Nachdem wir die Mod ändern mussten hier. Ab und zu tut das aber mal ganz gut. Tut schon sehr gut, ja. Sehr gerne Gurkenbrot. Oder Brot heißt du ja. Mit 2 T. Lucky Luke. Lucky Luke Papa. Ui. Wie cool. Cooler Name hier. Merci dir für dein Follow. Hab Spaß. Genieß die Show. Und auch für dich. Liebe Grüße aus München. Direkt nach Hause. Einfach so ganz frech. Aber ganz frech, mein Freund. Wie heißt denn dein Server? Das kann ich dir gar nicht sagen, du. Das kann ich dir nur sagen, wenn er live geht und ihr auch drauf spielen dürft. Und nur, wenn du dann dich an die Regeln hältst und einen Spot gewinnst. Bringt dir ja nichts, wenn ich das so sage. Kannst nicht connecten. Also ist es ja eigentlich egal.
So, ich hatte gestern hier in die Box, ich glaube, 5 oder 6 dieser komischen neuen Viecher hingeworfen. Die sind aber alle verreckt, aber zum Glück hatte ich das Beste noch gezähmt. Schauen wir mal, was wir noch so finden hier. Revex, merci dir für dein Follow, hab Spaß, genieß die Show und liebe Grüße aus München, schicke ich dir direkt nach Hause, einfach so ganz frech, aber ganz frech, mein Freund. Ich wollte euch noch meine Freundesliste zeigen in Ark. Genau. Komm, lande. Du willst jetzt deine Hosentasche leer machen. Ja, ich zeig dir meine Freundesliste in Ark. So. So. Also, meine Freundesliste in Ark. Falls ich online gehe und es ist keiner da, der mich lieb hat, sowieso ist das nicht der Fall, ich bin ein komischer Gex, habe ich mir Freunde hergestellt. Mit denen spiele ich mir so rum, mache Schweinereien und wenn ich die Schnauze voll finde, wenn sie nerven, einfach in die Kiste packen hier. Kannst du mal schauen, Benni, was für Schweinereien da drin sind hier. Ach, echt? Habe ich einfach da reingepackt. Aber nicht aufgeblasen, oder? Nö, die sind aus wirklich hier Menschenhaut und alles, ne? Hier Menschenhide-Skin und alles hier. Das ist jetzt. jetzt guckt der Benny mit. Ein Dino rechts, ein Dino links, damit die aufgewärmt wird und dann. Viele nehmen ja auch Matt. Crystal Matt. Nee, kennst du diese Story mit dem LKW-Fahrer und dem Matt? Oh. Mettbrötchen. Ja. Genau. Mhm. Die Story kenne ich nicht, aber ich kenne Mettbrötchen. Und dann tut dir nachher mal einen Gefallen. Heute Nacht, morgen früh. Und google mal nach LKW-Fahrer und Mett. Mhm. Wenn ich es nicht vergesse. Ja, habe ich. Warte, ich poste dir mal hier die erste Folge von Shigo Islands. Und da siehst du dann auch direkt den Kanal hier. Du verfolgst Nerdane. Okay. Ist das denn dein offizieller persönlicher Stalker, Nerdane? Hier findest du den YouTube-Kanal, auch direkt die erste Folge von Shigo Islands. Und Valhalla, vom Valhalla-Server sind auch die ersten 5 Folgen online, damit ihr sehen könnt, wie die ganzen Schweinereien angefangen haben. Mit Keksi, mit Shadi, mit mir. Und dann irgendwann haben wir sogar uns abgegeben mit GAD. Aber das ist eine andere Geschichte. Und sogar Benny kam ja auch dazu. Oh mein Gott, und Benny sind wir nicht mehr losgeworden. Das ist korrekt. Hallo Benny. Hallo Gex. Hallöchen. Hashtag NoHomo. Muss man ja heutzutage sagen, sonst verstehen Leute das dann nicht. Ja. Schade. Ich habe gedacht, daraus wird mehr. Wow. Früher oder später auf jeden Fall. Weiß der jeder seinen Preis. Ja, die Map ist saugeil hier. Also ich finde alle Maps echt. Ich teste ja und zeige nur die Maps, die mir gefallen. Ich meine, ich teste die ja schon vorher. Ich habe ja schon alle Custom Maps getestet. Schon so. Schon länger habe ich sie im Auge. Alle, die rauskommen, gucke ich mir an. Und Valhalla und Shigo Islands sind momentan meiner Meinung nach die besten. Und die ist auch verdient dann, dass wir auf den spielen. Ich freue mich extrem auf eine Map, die bis zu 16 Mal größer ist als die normale Map, die aber noch optimiert werden muss.
Und dann freue ich mich noch auf eine andere Map noch besonders. Da gibt es aber noch viele, viele Überraschungen, viele Sachen, die wir machen werden und zeigen werden in den nächsten Monaten, Jahren, Jahrzehnten, Jahrtausenden. Mit Ark 1.0 und Ark dann 2, wenn es da rauskommt. Ja, der Dörr. Wunderschönen guten Morgen. Ich bin eigentlich unterwegs, um irgendwas zu machen. Nur da ich es vergessen habe, fahre ich jetzt einfach mal schnell. Achso, ich wollte Stego eigentlich auch haben, genau. Weißt du was? Wie bei jeder verflucht Map ist auch hier mein Stego verschwunden. Der erste Stego. Stegorette. Ja, hier auch. Auf Valhalla sind. Mir fehlen auch zwei Stegos. Weg. Einfach weg. Ja, es ist auf The Island genauso. Die verschwinden einfach. Immer der erste Stego ist weg. Der zweite auch. Ja, ja, ich hatte drei und ich wollte gerade so Eier sammeln und irgendwie waren da keine mehr da. Ja. Kein, weder Weibchen noch Männchen. Weg. Stimmt, ich fliege jetzt hoch bis zur Spitze und da treibe ich's. Nach dem Motto 5 gegen Willi. Pinguine-Gags. Wollte ich das? Habe ich das gesagt? Zumindest habe ich es gesagt, ob ich es wollte, weiß ich nicht mehr. Ich finde es so cool am Wochenende. Am Wochenende trifft man die Leute, die man unter der Woche nicht treffen kann. Wir haben hier irgendwie alle Gegenschichten. In der Woche streame ich ja zwischen 8 und 16 Uhr. Ihr seid in der Arbeit, ich oder in der Schule. Und wenn ihr nach Hause kommt, gehe ich in die Arbeit. Das ist total dämlich, man verpasst sich immer. Aber am Wochenende, eigentlich, die meisten haben hier frei, egal zu welcher Zeit, kann man sich treffen und ja, hier abhängen und Party machen mit Gexle. Kein Internet, der Dörr. 1. Cool, May, grüß dich, schön, dass du da bist. Wie geht's, wie steht's? Und es ist ja echt, ich bin ja wirklich jeden Tag da. Ich bin wirklich jeden Tag da, das kann man ja sogar nachschauen. Stimmt, ich wollte den T-Rex zähmen. Oh, apropos Insel, hier muss ich aufpassen. Ne, das ist in der Mitte. Ich dachte zuerst, es gibt auf dieser Map keinen Giga, aber nix da. Es gibt doch einen. Ist okay, aber nur einen. Aber das ist auch langweilig. Das weiß ich ja nicht. Also einen haben wir jetzt gesehen. Keks hat letztens einen gefunden in der Mitte der Map, nachdem wir alle Dinos zerstört haben für die neuen. Okay, gibt es? Ne, das ist wahrscheinlich, ja doch. Es gibt alles, außer die drei Tiere, die ich vorhin genannt habe. Ne, das meinte ich nicht. Sowas so wie so eine fleischfressende Insel. So wie ja auf... Ach so, das glaube ich nicht, dass es so gesondert ist. Es ist nämlich für PvP aufgeteilt. Es sind vier Inseln und in der Mitte eine kleine. Und es ist ziemlich gleich alles auf jeder Insel, damit man im PvP nicht Nachteile hat. Aber auf zwei Inseln sind von den vier auch nur ein Sumpf. Von daher ist es nicht ganz so perfekt aufgeteilt. Aber man kämpft anscheinend um die mittlere Insel, da es da andere Sachen oder gibt. Mal schauen. Deadbust, merci dir für dein Follow. Hab Spaß, genieß die Show. Und liebe Grüße aus München, schicke ich dir direkt nach Hause, einfach so ganz frech, aber ganz frech, mein Freund. Ja, ich habe aber, ich muss sagen, hier, Tim, wenn du sagst, dass ich hier flüssig spielen kann, die Settings auf Low, nur zwei, drei Sachen sind auf High, selbst eine Config haben wir hier, die sehr, sehr viele Sachen ausschaltet, also sehr viele Sachen ausschaltet, aber so kann man flüssig spielen, also ich zumindest jetzt. Chili Palmer, merci dir für dein Follow, hab Spaß, genieß die Show und liebe Grüße aus München, schicke ich dir direkt nach Hause, einfach so, ganz frech, aber ganz frech, mein Freund. Wow, wie viel am Sonntag los ist hier, so geil hier. Willkommen, meine Freunde, schön, dass ihr da seid und mich wieder besucht hier.